Herzlich willkommen zu einem neuen Video, diesmal am Morgen um 7.06 Uhr mit Broker Finmax. 60 Sekunden bis 2 Minuten, Starttrade 2000 Euro. Ich schaue mir die Wirtschaftsdaten von heute an und stelle fest, dass wir heute schon einige wichtige News hatten im japanischen Yen und australischen Dollar. Im Laufe des Tages 10.30 Uhr, 14.15 Uhr, 14.30 Uhr, 16.30 Uhr. Nun suche ich einen Trade im MetaTrader 5 nach meinen Einstiegskriterien. Weiß ich jetzt nicht, ob GPP Schweizer Franken dürften wir jetzt noch nicht haben. Nee. GPP ist aktuell sehr viel los, eine sehr hohe Volatilität vorhanden. Manchmal muss man halt eine Weile warten, bis man einen Einstieg gefunden hat. Nicht einfach blind traden, denn das wird nichts. Das führt nicht zum Erfolg und bringt nur Verluste. US-Dollar Cut sieht auch gut aus. Aber den hatten wir ja noch nicht.
Jetzt steige ich ein. 2000 Euro. Dann gehe gleich noch mal rein. Sieht gut aus. Wer sich für diese Strategie interessiert, der kann mir eine Nachricht zukommen lassen. Ich werde mich dann bei euch melden. Perfekt. Viel Erfolg. Bye bye.